Ja, wir sind wieder live. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer wöchentlichen Webinarreihe Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Ja, Sie sehen alle hoffentlich die Startfolie bei uns heute zu Gast Franz-Georg Wenner. Thema des heutigen Abends: The Big Picture. Technische Marktanalyse, strategische und taktische Einschätzung der Finanzmärkte. Ja, ich freue mich sehr, dass Franz-Georg heute bei uns ist. Die Technik spielt mit und ja, zu meiner Person für die Neulinge in der Webinarrunde auch herzlich willkommen nochmal. Markus Landau, bin hier bei der DZ Bank Derivatexperte und bin für die Moderation zuständig. Ja, was erwartet Sie heute? Springen wir doch gleich mal auf die Startseite. Wir fangen an mit einem allgemeinen Marktausblick. Ich glaube, da wird auch das Thema natürlich auf das neue, ja, fast durchgewunkene Konjunktur-Megapaket mit knapp, lassen Sie sich auf der Zunge zergehen, 1,9 Billionen US-Dollar ein Thema sein, das am Wochenende durchs Repräsentantenhaus abgesegnet wurde. Jetzt steht noch der Senat an, aber das wird mit großer Wahrscheinlichkeit einfach durchgewunken werden. Der Weg zurück ist zu hart. Was ist heute das Thema, das Hauptthema des Webinars? Habe ich hier einfach mal in zwei Zeilen zusammengefasst. Ja, was bedeutet die Korrektur bei den Tech-Aktien vergangene Woche? Sind das die ersten Signale für eine stärkere Abwärtsbewegung oder Nachkaufgelegenheiten? Wenn wir es uns heute anschauen, haben wir natürlich dann Rebound gesehen, auch in den Techs. Und die Frage ist dann immer, wie nachhaltig ist das? Und eins ist sicherlich klar, und Franz-Georg hatte mir im Vorfeld gerade erzählt, er hätte gerne die Lufthansa genommen als Zykliker, die immer mehr im Fokus stehen natürlich, aber die ist schon so gut gelaufen. Da tut er sich auch ein bisschen schwer. Aber lassen Sie sich überraschen, was er für eine Aktie des Webinars mitgebracht hat, die ja auch immer am Ende des Webinars angepriesen wird. Und wir haben dann auch zwei Trading-Setups für Sie wieder parat. Fragen hier als letzter Punkt versuchen wir in der Chatbox zu beantworten, aber auch live aufzugreifen. Und bevor wir einsteigen, geht es weiter mit den rechtlichen Hinweisen. Ja, die Punkte hier kurz und knapp. Das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung und Hebelprodukten. Ja, die besprochenen Produkthinweise zu den Hebelprodukten, die wir auch heute wieder hier mit im Paket dabei haben, im Angebot, dienen zu Demonstrationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen und ersetzen auch keine Beratung. Und die Risiken muss man natürlich auch heutzutage immer wieder dazu packen, Totalverlustrisiko bei diesen Produkten und das Bonitätsausfallrisiko, Emittentenrisiko auch zu beachten. Ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall erst einmal ein schönes Webinar. Wir haben die Punkte noch nicht abgehakt, da geht es jetzt los. Ich übergebe an Franz Gehr und freue mich auf das Webinar mit Ihnen. Melde mich dann sicherlich auch nochmal dazwischen und zugegen im weiteren Verlauf. Viel Spaß auf jeden Fall und Franz Georg, du darfst übernehmen. Jawohl, Markus, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, alle sind gut durch diese wieder etwas kleineren stürmischen Phasen an den Märkten gekommen. Wir hatten ja zuerst im Januar noch die Sache mit den Short-Squeeze-Bewegungen, mit denen wir uns ja im Februar beschäftigt haben. Und jetzt 4 Wochen später müssen wir mal so ein bisschen auf die Anleihemärkte schauen, beziehungsweise was ist denn da eigentlich passiert? Das habe ich hier unter Punkt 2 auf der Agenda mal aufgeführt mit dem Zinsgespenst an den Finanzmärkten. Was hat es damit auf sich? Wie wirkt das zusammen? Ich möchte hier nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, weil ich weiß, viele beschäftigen sich eigentlich nicht mit den Anleihemärkten, weil sie doch ein bisschen komplex sind und die Wirkungszusammenhänge, aber ich möchte zumindest mal das Grobe doch mal hier in dem Webinar noch zeigen, worauf es zu achten gilt, was man da auch ableiten kann für die verschiedenen Anlageklassen, für die verschiedenen Branchen aber auch, denn nicht alle Branchen reagieren gleich natürlich auf steigende Zinsen. Da habe ich eine ganz schöne interaktive Grafik auch mitgebracht, an der man das sehen kann. Also nicht so viel Theorie, sondern viel Praxis steht hier wie immer eigentlich im Mittelpunkt. Dazu, ihr kennt es schon natürlich die ganz normalen Punkte hier. Wir werden die oberen relativ schnell abarbeiten mit Konjunktur, Geldpolitik und den ETF-Flüssen und dann auch verstärkt natürlich wieder mit der Markttechnik beschäftigen. Die Nasdaq hat ja ein bisschen korrigiert und das ist auch eigentlich ganz gesund, was wir da gesehen haben. Schauen dann natürlich dann auch auf die großen Indizes, auf die Aktie des Webinars plus natürlich einen Rückblick auf die Empfehlungen vom Februar. Und ja, runden das Ganze dann nochmal mit den Rohstoffen ab. Gold wird hier natürlich im Blickpunkt sein. Ein neues Signal liegt dort vor. Euro US-Dollar pendelt ein wenig seitwärts.
Also von daher sieht das soweit schon mal nach einer vollen Agenda aus und ich würde mal sagen, wir stürzen uns hinein in die Welt der Notenbanken und Bewertungen mit dem euch schon bekannten ja, Konjunkturüberraschungsindikator, damit wir hier einfach mal schnell schauen, wie sind die letzten Wirtschaftsdaten, die reingekommen sind, waren die besser oder schlechter als erwartet gewesen? Ihr seht es hier, wir haben hier in der Eurozone die orangefarbene Linie steigt ein wenig an, bedeutet also, die Konjunkturdaten waren besser als erwartet gewesen. Stichwort hier IFO-Geschäftsklimaindex in Deutschland im Februar unerwartet stark nach oben gezogen. ZEW-Konjunkturerwartungen ebenfalls sehr schön, eigentlich auf der Positivseite überrascht. In den USA sehen wir hier so ein bisschen eine Stagnation, die graue Linie. Insgesamt aber auch hier Konsumentenvertrauen, Einzelhandelsumsätze, Auftragseingänge, Industrieproduktion lagen auch über den Erwartungen. Also von daher haben wir hier eigentlich Unterstützung, was die Konjunktur angeht. Die meisten Wirtschaftsdaten haben die Erwartungen übertroffen. Wir sehen sowohl in Europa wie auch in den USA, aber auch in Asien zumindest mal mehrheitlich positive Überraschungen. Und das stützt natürlich dann auch in der aktuellen Phase wiederum die Risikobereitschaft und damit eben auch ja, letztlich die Aktienmärkte natürlich. Sieht soweit also von der Konjunkturseite her robust aus, konstruktiv, kann man schon mal einen Haken dran machen. Wie gesagt, in der allgemeinen Einschätzung jetzt hier. Bei den ETF-Flüssen, ja, haben wir so ein kleines Problemchen schon, denn immer wenn der Geldmarkt hier oben den ersten Rang so ungefähr einnimmt, wir sehen es hier im 2-Wochen-Durchschnitt, einen deutlichen Anstieg, dass also viel Kapital in den Geldmarkt reingeflossen ist, beziehungsweise Multi-Asset-Strategien, also breit angelegt, auch viele Anlageklassen ausgelegte Strategien. Dann ist immer so ein bisschen Unruhe gewesen, das hat man ja auch jeder mitbekommen. Es war eben aufgrund dieser leichten, ich sage es mal, ja, Gewinnmitnahmen, die wir so in den USA insgesamt gesehen haben und speziell natürlich bei den Technologieaktien, wurde umgeschiftet wieder in Geldmarktfonds, also sicherer Hafen ist hier Geldmarkt ganz klar gewesen. Gold hingegen nicht. Wir haben starke Abflüsse gesehen aus den Gold-ETFs. Man sieht es hier unten, Rohstoffe sind sehr weit unten anzusiedeln, zumindest in der letzten Bilanz, weil einfach viel Kapital aus Gold-ETFs abgezogen wurde. Hängt wiederum mit dem Anstieg der Renditen zusammen. Ansonsten haben wir hier noch Schwellenländeraktien, die gefragt waren, US-Aktien und auch europäische Aktien eher im unteren Feld anzusiedeln. Also hier daraus kann man so ein bisschen Risk-Off-Verhalten ableiten. Hängt ganz einfach zusammen mit der jüngsten Entwicklung an den Anleihemärkten, dass man hier eben dann in den Geldmarkt umgeschiftet hat. Also so ein bisschen hier Vorsicht walten lassen, wenn man sich die ETF-Flüsse anschaut. Dann kommen wir schon zur Bewertungsschiene. Natürlich hat sich hier nicht grundlegend die Situation verändert von vor 4 Wochen oder 8 Wochen. Es ist nach wie vor so, dass wir natürlich in den USA eine ausgeprägte Bewertungsexpansion vorliegen haben. Ihr seht es hier, der Normbereich, diese weiße Linie, wurde zumindest in den USA mit dem S&P 500 deutlich nach oben hin verlassen. Also auch wenn man hier wirklich verschiedene fundamentale Bewertungskennzahlen heranzieht, wie das KGV, das KCV, also Kurs-Cashflow-Verhältnis, das Kurs-Buchwert-Verhältnis oder den Kehrwert der Dividendenrendite, alles zusammenfasst, dann ist hier doch in den USA eine ambitionierte Bewertung zu konstatieren. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Die Situation hat sich nicht verändert, aber zumindest mal die jüngste Berichtssaison ist in den USA ja sehr positiv ausgefallen. 80% der Unternehmen haben die Erwartungen geschlagen. Das passt soweit ins Bild. Und wenn man jetzt eben auch berücksichtigt, dass wir ja vorher nahezu in kurzer Zeit einen beispiellosen Einbruch hatten wegen der Corona-Krise, dann ist diese Erholung und diese Bewertungsexpansion lässt sich so gerade eben noch rechtfertigen. Aber die Unternehmen müssen natürlich auch weiter liefern, denn man hat hier natürlich schon eine positive Entwicklung in den kommenden Quartalen am Aktienmarkt eingepreist. Und das müssen die Unternehmen eben auch jetzt in den nächsten Wochen dann tatsächlich auch in ihren Bilanzen präsentieren können. In Europa ist es so, dass wir hier von den Bewertungsniveaus nicht so weit nach vorne gelaufen sind. Ihr seht hier den DAX blau dargestellt, ja, am oberen Rand seines Normbereichs noch angekommen. Nicht so eine, ich sag's mal, schärfere Übertreibung wie in den USA. Aber dieser Abschlag liegt eigentlich immer vor. Nur so eine große Differenz ist doch eher etwas ungewöhnlich. Könnte auch dafür sprechen, dass wir in Europa noch Nachholpotenzial haben, nämlich dann, wenn die Weltwirtschaft wieder richtig Fuß fasst, die Konjunkturdaten weiter positiv überraschen und die ganzen DAX-Unternehmen, die stark auf den Export ausgerichtet sind, dann auch wieder richtig gute Geschäfte erzielen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass dieses Gap hier
zumindest mal verringert wird. Rechts sehen wir auch, darüber hatten wir schon Anfang Februar gesprochen, dass wir hier bei den Handelsvolumina an den US-Börsen einen deutlichen Anstieg haben. Das ist eigentlich normalerweise nur in Ausverkaufsphasen zu beobachten. So ein starker Volumenanstieg bei den Umsätzen deutet darauf hin, dass wir nach wie vor sehr viele auch Kleinanleger haben, die erstmals an die Börse gehen und hier ihr Glück versuchen. Das Robin Hood und so weiter sind hier natürlich die entsprechenden Broker. Ich hatte es ja auch im Februar-Webinar gezeigt, dass hier auch viele nicht profitable Unternehmen bzw. die Aktien davon gehandelt werden. Gleichzeitig ist aber die Volatilität eigentlich relativ gering. Das passt nicht so richtig zusammen. Wir haben hier eigentlich nach wie vor ein Umfeld, das nicht von Angst gekennzeichnet ist und wo sehr viel aber auch spekulatives Kapital, insbesondere in so kleinen Zockerwerten drin ist. Also da bitte Vorsicht walten lassen, immer wenn die so rumgereicht werden und eine Aktie mal gerade um 80% oder 100% pro Tag steigt, Finger davon lassen. Das hat nichts mit irgendeiner seriösen Geldanlage oder sonst was zu tun. Da kann man auch ins Casino gehen. Wie gesagt, weiter Vorsicht walten lassen. Dann hier noch eine interessante Auswertung zur jüngsten Berichtssaison, das mich zumindest mal von dem Fazit her überrascht hat. Ihr seht hier die blaue Linie, die nach unten geht, zumindest auch schon seit einigen Quartalen. Und zwar haben wir hier die interessante Beobachtung, wie haben eigentlich die Aktien am Tag nach der Bilanzveröffentlichung reagiert. Und zwar sowohl, wenn die Ergebnisse als eben auch die Umsätze positiv überrascht haben. Das zeigt die blaue Linie und ihr seht es, die Aktien haben mehrheitlich negativ darauf reagiert. Das heißt also, wir haben Kursverluste gesehen. Gleichzeitig aber hier, wenn die Erwartungen verfehlt wurden, also Miss on both, sowohl eben Ergebnisse als auch Umsätze, haben wir hier eine ansteigende Tendenz vorliegen gehabt. Das heißt, es wurden also verstärkt sogar unprofitable Unternehmen gekauft bzw. Enttäuschungen. Und das kann man auch noch weiter herunterbrechen, wenn man sich zum Beispiel Small Caps anschaut. Wir haben in den vergangenen 30 Jahren, gab es keinen Zeitpunkt, wo es mehr unprofitable Small Caps und Mid Caps in den USA gab als derzeit. Und wir haben in den USA fast jedes dritte Unternehmen in den vergangenen 2 Jahren hat hier einen Verlust ausgewiesen. Und dennoch laufen gerade eben die Aktien von diesen Microcaps, von den Smallcaps, die eigentlich nicht profitabel sind. Die Erwartung ist letztlich hier, dass die Gewinnprognosen in der Zukunft noch stärker steigen, beziehungsweise die Gewinnerwartungen noch ambitionierter sind bei diesen Unternehmen, die jetzt unprofitabel sind. Und man da einfach jetzt schon sein Glück probiert. Aber bitte auch davon nicht blenden lassen, denn eine solche Strategie bei diesen Nebenwerten hat sich eigentlich nie langfristig ausgezahlt. Das heißt also, es gibt eigentlich in den vergangenen 30, 40 Jahren keine wirklich belastbare Strategie, dass es sich lohnt, hier in diese Unternehmen gezielt zu investieren, die ein unprofitables Geschäftsfeld haben, in der Erwartung, dass die dann doch nochmal irgendwann nach oben kommen und richtig stark dann auch die Kurse durch die Decke gehen. Ich gucke gerade in die Fragenbox rein. Wenn der S&P so stark bewertet ist, dürfte er sich mittelfristig einbrechen. Welchen Einfluss hat dies auf den DAX? Naja, also wenn natürlich der S&P mittelfristig stark einbricht, dann wird auch der DAX davon stark in Mitleidenschaft gezogen. Es kann aber auch sein, und das muss nicht sein, dass es hier zu einem Einbruch kommt, sondern dass sich einfach diese Bewertungsniveaus aneinander wieder angleichen. Ja, das heißt also, die Aktien und die Aktienmärkte kommen letztlich in ein Bewertungsniveau, wachsen sie mit der Zeit hinein. Ja, die Unternehmen liefern die entsprechenden Ergebnisse, die Kurse steigen nicht mehr ganz so schnell, die Gewinnschätzungen steigen aber schneller und so kann sich letztlich alles wieder miteinander in Einklang finden. Aber ich sehe zumindest mal aus Bewertungsgesichtspunkten her durchaus hier die europäischen Indizes noch mit Nachholbedarf gegenüber den USA. Wie gesagt, sofern eben auch die Weltwirtschaft tatsächlich stärker wieder zulegen sollte. Und dann ist gerade der DAX mit seinen vielen exportorientierten Unternehmen zu bevorzugen. Können die Börsenbetreiber auch verlieren? Die Börsenbetreiber, wenn man sich da die Kursentwicklung von denen anschaut, die sind auch durch die Decke gegangen. Ja, also das haben wir auch in Deutschland, die einschlägigen Wall Street Online zum Beispiel, Lang und Schwarz, Baader Bank. Und wenn ihr da mal auf die Kursverläufe schaut, die sind auch entsprechend kräftig gestiegen. Aber machen wir hier weiter mit der fundamentalen Perspektive. Ich habe hier noch den sogenannten Buffett-Indikator mitgebracht. Auch der geisterte so in den vergangenen Wochen verstärkt durch die amerikanischen Blogs. Was zeigt er letztlich an, ob das Wachstum an den Börsen in etwa im Einklang steht mit dem Wachstum der Gesamtwirtschaft?
Ja, letztlich geht es darum, dass man hier so, ich sag mal, in einer Bandbreite sich befindet. Das ist so eine Art Wohlfühlkorridor hier zwischen der gelben und der hellgrünen Linie. Dann ist eigentlich alles soweit in Butter. Aber wenn wir hier oben durchgehen, dann steigen einfach die Risiken. Denn die gesamte Börsenkapitalisierung übersteigt dann ein bestimmtes Niveau oder ist dann höher als die Wertschöpfung eines Jahres. Das ist dann eigentlich nicht mehr gerechtfertigt. Und dieser Buffett-Indikator war eben auch zum Beispiel zum Jahr 2000 hier deutlich überdehnt gewesen. Jetzt sagte man dann in einigen US-Börsenblocks: Achtung, jetzt haben wir hier auch wieder so ein Platzen wie bei der Dotcom-Blase vor 20 Jahren. Diese Argumentation finde ich ein bisschen kurz gegriffen. Erstens ist der Buffett-Indikator kein Timing-Instrument. Also ich kann Ihnen nicht sagen, so jetzt in 2 Wochen fallen die Kurse, weil wir hier oben übertrieben sind. Ihr seht es schon, er kann auch längere Zeit mal außerhalb dieses Normbereiches hier notieren. Zweitens muss man auch sehen, wir haben wirklich eine Sondersituation durch Corona vorliegen. Ja, ein Einbruch der Wirtschaftskraft in extrem kurzer Zeit wie nie zuvor. Und natürlich ist es dann auch so, dass die Gewinne und das Wachstum erstmal beispiellos einbrechen und dann natürlich durch diese expansive Geldpolitik auch erstmal wieder auf die Füße kommen muss. Und das dann auch langsam wieder in die Kurse eingepreist wird. Ja, also es ist hier so ein Effekt, den man auch natürlich vor dem Hintergrund dieser Corona-Pandemie berücksichtigen muss, womit einfach niemand gerechnet hat, was so ungefähr von heute auf morgen über die Märkte eingebrochen ist. Und das verzerrt natürlich dann auch so eine Aussagekraft wie zum Beispiel hier vom Buffett-Indikator. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, auch der wird ganz allmählich hier in dieses Niveau langsam hineinwachsen. Das heißt, wir haben hier so eine ganz allmählich fallende Tendenz. Die Märkte steigen nicht mehr ganz so schnell, aber die Gewinnerwartungen dürften weiter positiv sich entwickeln, sofern wir, wie gesagt, auch bei der Weltkonjunktur nach wie vor in Schwung bleiben. Also bitte sich hiervon auch nicht zu sehr abschrecken lassen, was jetzt zum Beispiel den Buffett-Indikator angeht. Dann haben wir noch die Fondsmanager kurz. Das wichtigste Erkenntnis habe ich hier mal mitgebracht, dass die Fondsmanager selbst sagen, sie gehen ein hohes Risikolevel derzeit ein mit ihrem Exposure zum Beispiel am Aktienmarkt. Das ist das höchste Niveau, das jemals gemessen wurde hier in den Umfragen. Zeigt eben auch, selbst die Fondsmanager wissen zumindest mal darum, dass sie mit ihren Aktienpositionen derzeit durchaus ja, ganz sportlich unterwegs sind und hier vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko fahren. Aus Sentimentsicht ist das eher so ein kleineres Vorsichtssignal. Aber das werde ich auch gleich nochmal so ein bisschen abschwächen, denn es ist ja nach wie vor sehr, sehr viel Geld vorhanden und das zeigt auch schon die nächste Grafik hier sehr schön. Das ist das grundsätzlich Wichtigste, was man eigentlich immer noch festhalten muss. Es gibt nach wie vor wahnsinnig viel Geld und dieses Geld muss angelegt werden, ja, am Aktienmarkt, aber in Anleihenrenditen bekomme ich nach wie vor auch trotz des jüngsten Renditeanstiegs nicht viel Geld, beziehungsweise eine Verzinsung. Also fließt ein Großteil dieses ganzen Kapitals, das vorhanden ist, an den Aktienmarkt unterstützen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Diese Entwicklung ist natürlich auch Blasengefahr gegeben, gar keine Frage. Aber solange die Musik spielt, sollte man auch bei der Party bleiben und eben auch entsprechend versuchen, davon zu profitieren. Wir haben nach wie vor hier ein Geldmengenwachstum in den USA von 70%. Ja, das ist beispiellos in den vergangenen 30, 40 Jahren. Ihr seht hier diese blaue Linie. Es gibt nach wie vor sehr, sehr viel Geld und es kommt noch viel mehr dazu. Das ist ja der springende Punkt. US-Finanzministerin Janet Yellen hat jetzt zuletzt auf der G20-Gruppe gesagt in einem Call, dass ja, die ganzen Staaten längerfristige fiskal- und finanzpolitische Maßnahmen ergreifen sollen, um eben die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzugreifen und abzufedern. Ja, jetzt ist es der Zeitpunkt, aufs Ganze zu gehen. Das hat sie gesagt. Wir sehen es in Italien. Ja, die Berufung des früheren europäischen Notenbankchefs Mario Draghi zum Regierungschef in Italien. Ja, eine engere Verzahnung letztlich von wichtigen Personen, die in Notenbanken gearbeitet haben, übernehmen auf einmal in der Politik größere Rollen. Ja, der frühere Chef des italienischen Notenbank wird zum Finanzminister ernannt. Das ist eine parallele Frau zu Frau Yellen. Das zeigt alles, dass die Notenbanken und Regierungen an einer Bremse überhaupt nicht denken, sondern Vollgas geben und auch noch weiter Vollgas geben wollen. Wenn so viel Geld dann da ist, dann kommt noch mehr dazu aus den USA. Markus hat es gerade eben schon gesagt. Wir haben das Corona-Stimulierungspaket von Biden über 1,9 Billionen US-Dollar. Das hat jetzt die erste Hürde genommen. Jetzt geht es in den Senat rein. Wenn es hier zu Verzögerungen kommt, dann wird es vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten geben, aber im Augenblick ist das zum Teil schon in den Kursen eingepreist.
Aber jetzt geht es ja weiter. Wir haben in den USA einen Investitionsbedarf, ja, an Brücken, Straßen, Tunneln. Der wird auf 3 Billionen Dollar geschätzt. Und es wird jetzt schon erwartet, dass Joe Bidens erste Rede vor den beiden Kammern des US-Kongresses wird er dazu nutzen, ein Infrastrukturpaket im Volumen von 2 Billionen Dollar vorzustellen. Das kommt dann nochmal on top zu den 1,9 Billionen Dollar. Wir unterhalten uns hier also dann über ein ja, Stimulierungspaket, das knappe 2% der globalen Wirtschaftsleistung umfasst. Ja, hier kommen mal schnell 4 Billionen Dollar mehr Geld auf einmal auf den Markt. Ein absoluter Wahnsinn. Ja, davon könnte natürlich dann wieder der Baumaterialsektor profitieren, ne, Zementhersteller und so weiter. Muss man mal gucken, wie diese Rede dann aufgenommen wird, weil sie einfach sagen will, es kommt noch viel mehr Geld, ist in Aussicht gestellt. Ja, und das kommt natürlich auch an die Aktienmärkte. Und soll, wie gesagt, verschiedene Maßnahmen dann dazu verleiten, eben dass die Corona-Pandemie aufgefangen wird, aber natürlich auch ja, die ganzen Infrastrukturmaßnahmen angeschoben werden. Die Angst ist natürlich eng damit verbunden, wenn so viel Geld auf den Markt kommt, dass die Inflation anspringt. Und das haben wir ja auch schon gesehen. Die Inflationserwartungen sind auf ein Mehrjahreshoch gestiegen. Das hatten wir auch in den letzten Webinaren, habe ich schon genannt. Auch hier natürlich das große Risiko, ein Basispreiseffekt. Die Ölpreise waren im vergangenen Jahr im negativen Bereich. Jetzt haben wir hier den Brentpreis bei 60, 70 Dollar. Das führt natürlich dazu, dass die Teuerungsrate anspringt. Dann die ganze Nachfrage, die aufgestaut ist. Wir haben in den USA sind die Verbraucher so reich wie nie zuvor. Wenn sich das einfach alles mal löst, dann will jeder jetzt im Sommer in Urlaub fahren. Da steht auf einmal sehr viel Geld zur Verfügung und das kann natürlich auch dazu führen, dass die Preise und die Inflation weiter anspringt. Das hatte ich aber auch schon im letzten Webinar gesagt. Inflation ist ein zentrales Thema und diese Inflation führt letztlich dann wiederum dazu, und damit sorge ich jetzt auch dann für den Schwung zu den Anleiherenditen, dass wir natürlich eben auch jetzt Probleme so ein bisschen bekommen am Anleihemarkt. Denn die Verknüpfung ist hier, aus Furcht vor einer anziehenden Inflation verkaufen natürlich dann Investoren ertragsschwache Staatsanleihen. Hintergrund ist hier, wenn man niedrig verzinste Anleihen im Portfolio hält, bei einer steigenden Inflation führt das natürlich dann zu negativen Realrenditen. Das heißt, man erleidet dann einen Wert- und Kaufkraftverlust vom Vermögen, wenn ich dann Anleihen halte. Deswegen verkaufe ich die Dinger natürlich. Und führt eben dann auch dazu, dass wir hier einen kräftigen Anstieg zum Beispiel gesehen haben bei den richtungsweisigen 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihen, also hier von 0,6 auf 1,5, 1,6%, ist natürlich ein sehr, sehr kräftiger Anstieg in so kurzer Zeit. Das führt dann wiederum dazu, dass wir steigende Finanzierungskosten haben bei den Unternehmen, bei den Staaten. Das drückt sich dann natürlich auch auf der Margenseite negativ durch, ja, weil mehr Geld für die Finanzierung, für den Schuldentilgung und Zins aufgewendet werden muss. Neue Konjunkturmaßnahmen sind weniger wahrscheinlich dadurch. Und so kommt dieser ganze Effekt zustande, eben, dass dann steigende Renditen sich letztlich negativ dann auch auf den Aktienmarkt durchschlagen. Guck gerade wieder in die Fragenbox rein, die wird rege genutzt. Förderung einer, wie soll die Förderung umgesetzt werden? Können sie noch blockiert werden? Ja, diese Förderungsmaßnahmen könnten noch blockiert werden, ist allerdings weniger wahrscheinlich. Gehe ich nicht davon aus, dass das blockiert wird. Die Demokraten können das durchdrücken, diese neuen Pakete, die da angesteuert werden. Profiteure wären ganz einfach von Infrastrukturmaßnahmen, Caterpillar zum Beispiel oder Zementhersteller, auch eine Heidelberg-Zement zum Beispiel für Infrastrukturpakete, aber auch erneuerbare Energien natürlich, denn da hat sich die Biden-Administration darauf verschrieben, dass man die auch fördern möchte. Edelmetallpreise, Gold, komme ich noch darauf zu sprechen, sollten eigentlich steigen. Genau, das war es eigentlich gewesen. Sehr gut. Hier waren wir bei den Zinsen stehen geblieben. Ihr seht hier den deutlichen Anstieg auf der Zinsseite, der, wie gesagt, natürlich nicht folgenlos geblieben ist, denn, wie gesagt, die Finanzierungskosten steigen dadurch. Und das wirkt sich vor allen Dingen eben auf die Technologieaktien wiederum negativ aus. Denn Technologieaktien weisen meistens eine höhere Verschuldung auf. So im Durchschnitt betrachtet zumindest haben sie eine höhere Schuldung. Dann sind steigende Zinsen negativ. Dazu kommt natürlich noch der Faktor, dass die künftigen Gewinne bei einem steigenden Zins sind in der Gegenwart weniger wert. Ja, und gerade die Technologieaktien leben natürlich von
den hohen Gewinnen, die sie in Zukunft verdienen. Anders als jetzt zum Beispiel Value-Aktien sind hier Growth-Aktien eben auf den Gewinnwachstum ausgerichtet. Und wenn ich natürlich dann weniger Gewinn aufgrund eines steigenden Zinses heute in der Gegenwart habe, dann muss ich natürlich auf der Bewertungsseite entsprechend, ja, schlägt sich das negativ durch. Das heißt, die Kurse müssen ein wenig nachgeben, damit sich das Ganze wieder etwas ausnivelliert. So hängt das Ganze miteinander zusammen. Ihr seht hier also diesen Zinsanstieg. Normalerweise sind eigentlich steigende Zinsen kein Problem für die Aktienmärkte, denn sie sind ja letztlich ein Anzeichen für eine Konjunkturerholung. Zinsen steigen nur dann, wenn ich davon ausgehe, ich möchte in eine florierende Wirtschaft investieren, dann gehe ich nicht in den sicheren Hafen Anleihemärkte, sondern investiere in die Aktienmärkte. Das führt dazu letztlich, dass die Zinsen steigen. Letztlich sind somit steigende Zinsen ein gutes Signal, dass die Investoren von einer positiven Wirtschaftsentwicklung ausgehen, nichts Negatives. Das heißt also, normalerweise können eben auch steigende Aktienmärkte und steigende Renditen zusammen beobachtet werden. Sie bestätigen sich gegenseitig und ja, können eben auch oder führen nicht zwangsläufig irgendwie zu größeren Korrekturen zum Beispiel. Ja. Es ist letztlich immer die Frage, wie schnell steigen zum Beispiel die Zinsen an. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt also, dass auch Anpassungen von den Unternehmen, von den Staaten vorgenommen werden, dass sie Zeit haben zu reagieren. Wenn die Zinsen aber unkontrolliert sehr schnell steigen, wie wir es zum Beispiel mal bei den 10-jährigen Staatsanleihen 1987 gesehen haben, ich weiß nicht, wer von euch dabei gewesen ist, da ging es in kurzer Zeit von 7 auf 10% nach oben. Das ist wahnsinnig viel natürlich und das führte dann auch zu einem Schock an den Aktienmärkten. Dann haben wir natürlich Probleme, aber im augenblicklichen Umfeld ist es ja noch relativ moderat gewesen. Natürlich sind die Zinsen relativ gesehen sehr stark gestiegen, aber wir haben hier nach wie vor ein insgesamt ermäßigtes Niveau. Wir reden über 1,4%. Wir reden hier nicht von 8%, 6%, 5%. Das könnten auch die Wirtschaft überhaupt nicht mehr stemmen, denn wir haben hier eine ganz andere Verschuldungssituation, sowohl bei den Unternehmen als eben auch zum Beispiel bei den Staaten. Ja, da sagt schon allein die Finanzmathematik geht nicht. Allein 2020 wurden weitere 20 Billionen Dollar an Schulden angehäuft. Ja, langfristig steigende Zinsen mit Niveaus von 4, 5, 6% sind eigentlich undenkbar, gehen gar nicht mehr. Ansonsten ja. Wird das Ganze System kollabieren. Du bist mir zuvor gekommen, ja, ist auch gut, was du beschrieben hast, dass das der Haupttreiber eigentlich für die Angst so ein bisschen auf die Schnelligkeit der ansteigenden Renditen war in Amerika. Jetzt hast du natürlich die Inflation angesprochen. Ich habe aber auch gelesen, dass das Thema jetzt kein strukturelles Thema ist im Hintergrund, sondern dass das teilweise zu tun hat mit ja, dem Hedging oder der Absicherung von Hypothekenbanken. Hast du das auch gelesen? Bist du da tiefer drin? Ich weiß nur so viel, dass ich gelesen habe. Letztendlich, das klar, Inflation ist ein Thema, aber auch, dass es im Hintergrund zu Absicherung kommt, die aber relativ noch normal verlaufen und jetzt keine strukturelle Problematik da stattfindet, sodass man in Panik verfallen müsste. Ja, genau, das ist der springende Punkt. Richtig, da gibt es noch keinen Grund für. Man hat auch so ein bisschen geschaut, wieder bei diesen Kommunalanleihen, also in Texas zum Beispiel, oder High-Yield-Anleihen, da gab es mal so ein paar, in Anführungszeichen, kleinere, unruhige Stunden und Tage jetzt in den vergangenen 2, 3 Wochen, aber das hat noch nicht großartig auf dem Markt durchgeschlagen. Ich möchte hier wirklich so ein bisschen die Angst nehmen, dass da jetzt irgendwie größere Risiken zumindest mal sehen von der Zinsseite her. Hier auch nochmal ein schöner Chart, der das Ganze so ein bisschen von der Markttechnik untermauert. Ihr seht hier den iShares 20 Plus hier Treasury Bond. Das ist eigentlich einer der größten Anleihe-ETFs. Hier also die Kursentwicklung davon. Man sieht hier den deutlichen Kursverlust. Wir haben jetzt steigende Zinsen, führen also zu fallenden Kursen an den Anleihenmärkten. Hier die violette Linie ging nach unten. Und wenn ihr das mal hier euch anschaut, zum Beispiel mit der Differenz zur 200-Tage-Linie, dann sind wir jetzt hier auf einem Niveau angekommen, zuletzt mit -10%. Das wir in den vergangenen 10 Jahren immer an einem Tiefpunkt gesehen haben bei den Anleihekursen beziehungsweise korrespondierenden Hochpunkt bei den Anleiherenditen. Ja, also wenn ich das hier verbinde, haben wir meistens ein Tief gehabt bei den Kursen und auch davon gehe ich jetzt ganz allmählich
aus, dass wir hier langsam mal wieder in so einem ja, ruhigeres Fahrwasser reinkommen. Wir haben ja auch bei den 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihen, ihr seht es mit 1,5 bis 1,6% eine massive technische Barriere vorliegen, die jetzt angelaufen wurde und die wahrscheinlich nicht im ersten Anlauf auch genommen wird. Selbst wenn es dazu kommen sollte, Stichwort hier zum Beispiel Blick nach Australien, die australische Notenbank hat die Anleihekäufe am langen Ende hat sie verstärkt. Daraufhin sind die Renditen bei den 10-jährigen australischen Staatsanleihen um 20 Basispunkte gefallen, also eine ganze Menge. Das ist dieses Stichwort, wer sich damit auseinandersetzen möchte, Operation Twist. Ja, kurzlaufende Staatsanleihen werden von den Notenbanken verkauft, langfristige Anleihen gekauft. Und damit kann ich diesen Druck auf die langfristige Ende ein bisschen herausnehmen, auch als Notenbank. Und das könnte ich mir auch vorstellen. Sollte ihr wirklich noch größere Risiken ausgehen von den 10- oder 20-jährigen Staatsanleihen, dann wird man in den USA bei der Fed wohl vielleicht wieder eine Operation Twist ankündigen und so eben auch diesen Renditeanstieg entgegenwirken. Denn es hat, wie gesagt, niemand ein Interesse daran, dass die langfristigen Zinsen steigen, denn ansonsten fliegt uns alles wieder um die Ohren. Dann wird es noch teurer. Deswegen könnte hier durchaus dann auch eine Zinskurvenkontrolle oder sowas mal eingeführt werden durch die Notenbanken. Unterschätzt nicht die Kraft der Notenbanken. Sie können nach wie vor hier sehr, sehr viel Geld drucken und das auch sehr stark bestimmen, wie es geht, wohin die Kurse laufen. Dann gab es hier noch die Diskussion über den Faktor, dass die Anleiherenditen bei den 10-Jährigen zum Beispiel in den USA über die Dividendenrendite des S&P 500 lag, also hier die blaue Linie, die Dividendenrendite, gelb die Anleiherendite. Ja, ist richtig, die Anleiherendite lag über der Dividendenrendite, auch das aber kein großes Risiko. Ich habe es hier mal eingezeichnet, zuletzt haben wir das zum Beispiel im Oktober 2016 gesehen. Hier der Pfeil, ihr seht es, auch da der Anstieg darüber. Und danach ging es mittelfristig trotzdem weiter nach oben, obwohl die Anleiherendite über der Dividendenrendite lag. Das ist kein Verkaufssignal oder sowas. Da kommt es dann noch nicht zu großen Umschichtungen. Also auch hier nicht bange machen lassen. Gewinnrendite am US-Aktienmarkt habe ich hier auch nochmal mitgebracht, liegt nach wie vor deutlich über der Rendite der 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihen. Also kurz nochmal zur Erinnerung, Gewinnrendite, schaut man sich einfach das KGV an, 100 geteilt durch das KGV des Aktienmarktes, dann komme ich hier zur Gewinnrendite, die liegt durchschnittlich in den USA bei knapp 6%, da sind wir jetzt bei 4%, aber ihr seht auch hier die große Differenz zwischen der Staatsanleihenrendite und der Gewinnrendite, ist nach wie vor relativ viel Puffer eigentlich vorhanden. Damit haben wir letztlich das, denke ich mal, mehr oder weniger abgehakt, wenn man sich jetzt diese Anleihenrenditen anschaut. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir diesen kräftigen Anstieg ja gesehen haben, dass wir hier bei den Anleiherenditen auch mal eine Pause einlegen. Die werden sich unter dem Niveau von 1,6, 1,5% langsam einpendeln, kommt vielleicht auch wieder langsam runter, denn der jüngste Anstieg war doch sehr dynamisch gewesen. Und sollten wir trotzdem weiter steigen, dann wird irgendwann die Fed auf den Plan kommen und sagen, dann machen wir eine Zinskurvenkontrolle oder wir führen wieder eine Operation Twist ein. Und so sollte dann ein bisschen Risiko auch von dieser Seite herausgenommen werden. Gut, das mal dazu. Dann würde ich sagen, schwenken wir rein in Richtung eben der Markttechnik, die uns ja hier beschäftigt. Das hier nochmal, Entschuldigung, habe ich gerade eben schon gezeigt, ne, der Rückgang hier, Drawdown bei den Anleihenkursen. Also wir haben hier wieder vergangene Niveaus erreicht, normales Ablaufschema, was wir hier jetzt gesehen haben. Kommen wir zur Markttechnik jetzt, würde ich sagen, und dem großen Bild an den amerikanischen Aktienmärkten. Ich habe einen neuen Indikator mitgebracht, einer meiner neuen Lieblingsindikatoren so ein bisschen, möchte ich euch vorstellen. Der McLellan-Oszillator hört sich ein bisschen sperrig an. Der misst letztlich nichts anderes, wie zum Beispiel die bekannte Advanced Decline Linie. Das heißt also die Anzahl der steigenden Aktien, die Anzahl der fallenden Aktien, setzt die im Verhältnis zueinander. Und so erhält man eine Aussage zur Marktbreite, also zur Gesundheit eines Marktanstiegs. Der ist jetzt zuletzt in den negativen Bereich reingefallen. Sie sehen es immer, wenn der so ein bisschen in die negative Zone reingekommen ist, dann gab es ein bisschen Schwierigkeiten in den Aktienmärkten. Dann neigte der Markt eher mal zu einer Korrektur. Wir sind hier aber auch schon an ein Niveau gefallen. Das ist jetzt das Entscheidende daran mit minus 55 Punkten, was zumindest mal in der Vergangenheit häufig im Umfeld von einem Tiefpunkt zu beobachten gewesen ist. Ja. Von daher auch hier die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen kurzfristigen Tiefpunkt jetzt vorliegen haben, schon mal als erhöht einzuschätzen. Das könnte darauf hindeuten, dass man vielleicht auch mal Long-Positionen aufbauen kann. Die Volatilität der VIX,
23,4 Punkte im Augenblick auf den S&P 500. Wir sind nach wie vor nicht unter die 20 gefallen. Ich habe schon mehrfach gesagt, darauf warten sehr viele systematische Anlagestrategien, gerade in den USA. Da wird das eben noch zurückgehalten, Cashbestände in den Geldmarktfonds gehalten, weil die Volatilität nach wie vor noch zu hoch ist. Ja, wir haben ja eigentlich in der Vergangenheit immer so ein Niveau gehabt von rund 13, 15 bis 20 Punkten. Und jetzt fallen wir nicht unter die 20 bisher. Aber wenn wir unter 20 fallen, dann könnten auch noch mal größere Milliarden-Dollar-Beträge aus Geldmarktfonds, aus sicheren Häfen in den Aktienmarkt transferiert werden, weil einfach dann ja diese implizite Volatilität, dieser Volatilitätsindikator kein Warnsignal mehr liefern würde. Bitte auch darauf einfach mal achten, die Volatilität immer im Auge behalten. Dann ein weiterer Chart, ich hatte es gesagt, ich wollte hier auch mal so ein bisschen interaktive Charts mit reinbringen. Der zeigt dir einfach mal die Entwicklung der vergangenen 4 Wochen, also so ungefähr seit dem letzten Webinar, was ist passiert. Wir haben hier einen Anstieg der 30-Jährigen, hatte ich ja gesagt, der 10-Jährigen amerikanischen Staatsanleihen von 30%. Hier der rote Balken, ein Anstieg bei den Anleiherenditen und ein Anstieg beim US-Dollar, hier dem US-Dollar-Index, führte natürlich dazu, dass wir bei Gold Druck drauf hatten. Ne? Inflationsrate ein bisschen gestiegen, aber Anleiherenditen stärker gestiegen, führt dazu, dass der Realzins auf dem Rückzug sich befindet. Und das ist natürlich für Gold ein denkbar negatives Umfeld. Wir haben einen starken Bitcoin gehabt. Ölpreis ist weiter gestiegen. Kupfer ist weiter gestiegen. Wichtiges Signal übrigens Kupfer. Ne? Dr. Copper als Konjunkturindikator auch weiter auf dem Vormarsch. S&P 500 hat moderat zugelegt. Aber nach wie vor Microcaps hier 6% gestiegen. Also Risiko wird auch immer noch gefahren. Die Ausgangslage hier, wenn man sich das anschaut bei der Struktur, ne, den Dow Jones zum Beispiel, habe ich hier mal gegenübergestellt zu den Wachstumsunternehmen. Ihr seht es hier, noch keine größere Trendumkehr. Das heißt also, der Dow Jones zum Beispiel als Spiegelbild für Value Investing oder für viele Aktien, die aus dem Value-Bereich kommen, sollten ja eigentlich von so einem Umfeld profitieren, wenn zum Beispiel die Zinsen steigen. Ihr seht es hier, wir haben einen Anstieg gesehen, aber noch immer keine abgeschlossene Bodenbildung, also noch kein Ausstiegssignal eigentlich in Richtung Growth, also Wachstumsunternehmen. Und ich wäre hier noch ein bisschen vorsichtig. Viele sagen ja immer, ja, das ist jetzt die Stunde der Value-Aktien und die sind auf dem Vormarsch. Das kann man aber noch nicht so eindeutig messen. Ja, wir haben hier nach wie vor noch so eine leichte Pari-Situation. Value-Aktien haben aufgeholt, das ist richtig, aber sie haben noch kein eindeutiges Stärkesignal gegenüber Growth gezeigt. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wenn dann in der nächsten Zukunft beides steigen wird, sowohl Growth wie auch Value. Aber Growth wird, glaube ich, nicht verlieren und Value steigen. Das kann ich mir im Augenblick eigentlich nicht vorstellen. Ja, sehen wir hier eigentlich auch nochmal mit den Indizes entsprechend und hier nochmal die Übersicht zu den einzelnen Sektoren, die hier gestiegen und gefallen sind. Energieaktien haben sich sehr gut entwickelt aufgrund des steigenden Ölpreises. Kann ich mir vorstellen, hält der Flow auch noch an. Finanzwerte sehr stark, bitte auch darauf achten. Ich hatte es auch schon mal gesagt, ne, mit dieser steileren Zinsstrukturkurve, mit den ansteigenden Renditen sind Bankaktien gefragt. Ja, schaut euch nur mal die Aktie der Deutschen Bank an, läuft auch sehr gut. Ne. Hier ist also richtig Schwung drin. Industrieaktien, ne, Stichwort Value, läuft ebenfalls ganz gut. Wo wir Schwierigkeiten haben, sind hier so Versorger oder auch Immobilienaktien. Es ist klar, wenn die Zinsen steigen und dann für Unternehmen, die natürlich eine hohe Verschuldung haben, ne, also wie zum Beispiel eben auch die Versorger, die mit viel Fremdkapital operieren oder eben auch die Immobilienaktien, dann geht es hier entsprechend runter. Ja, deswegen haben wir die im Minus. Also darauf einfach achten, dass man hier in den stärksten Sektoren sich vielleicht so ein bisschen schon auch ja, stärker dann auch entsprechend positionieren. Das mal so ein bisschen für die Feinschmecker unter euch, wenn man noch die Sektoren abgreifen möchte, Value und Growth. Ich weiß, es ist alles sehr komplex, das Ganze. Jetzt wird es wieder, ich sage mal, ein bisschen einfacher. Wir schauen uns einfach mal die Situation an den amerikanischen Aktienmärkten im Augenblick. Wo kommen wir da derzeit her? Ja, mein kleiner Indikator auf den S&P 500, Anzahl der Aktien im S&P 500, die ihre 50-Tage-Linie notieren. Ihr seht es hier, violett dargestellt, Tendenz so ein bisschen fallend. Ja, mit dem jüngsten Rücksetzer ist jetzt aber kein eindeutiges Schwächesignal im Augenblick, sollte dann aber auch jetzt wieder zulegen. Wer das bitte selbst verfolgen möchte, hier oben einfach Stockcharts aufrufen und hier das Symbol eingeben. SPX AR, A50R als Symbol eintragen. Da habt ihr dann diesen Indikator auch jeden Tag live zur Verfügung. Ja, alles kostenlos steht das im Internet bereit.
kann ich ansonsten auch gerne einfach mal einen kleinen Teil von einem Webinar machen, wo ihr kostenlose Informationen im Netz bekommt. Also der S&P 500 von der Marktbreite her im Augenblick so lala, nicht negativ, aber auch nicht unbedingt sehr positiv. Schauen wir auf den Index selbst. Ja, er hat so ein bisschen das gemacht, was ich im letzten Webinar ja auch angedeutet habe. Er lief mehr oder weniger seitwärts seit Anfang Februar. Und hier hatten wir das Webinar, das letzte. Seitdem ging es eigentlich ja, nur seitwärts. Hier oben haben wir nach wie vor eine Begrenzung drin liegen. Aufwärtstrendlinie bremst hier so ein bisschen den Markt aus im Bereich von 3.970, 4.000 Punkten. Ich kann mir vorstellen, die 4.000er werden wir vielleicht im nächsten Anlauf nochmal rausnehmen. Ist also eine runde psychologische Marke auch, dass die mehr angelaufen wird. Aber so viel nach oben ist hier eigentlich nicht Platz. Ja, also so maximal sehe ich den S&P 500 auf Sicht der nächsten 4 Wochen im Bereich von rund 4.000, 4.010 Punkten. Das könnte ich mir vorstellen. Auf der Unterseite gut unterstützt noch bis 3.700. Alles unter 3.700 ist im kurzfristigen Bereich etwas gefährlicher. Im mittelfristigen natürlich nicht, denn hier ist noch die steigende 200-Tage-Linie mit bei 3.450. Da ist soweit eigentlich alles in Butter. Muss man sich noch keine Sorgen machen. Aber grundsätzlich moderat steigen, würde ich mal hier beim S&P 500 sagen. Beim Nasdaq 100, der Blick darauf, ihr seht es hier, nur noch eine Quote von 44% der Aktien, die ihre 50-Tage-Linie behaupten, ist deutlicher zurückgegangen. Natürlich, weil Technologieaktien verkauft wurden, wegen den steigenden Zinsen, ich habe es erläutert. Wir kommen hier aber langsam auch in so ein Niveau rein, wo man schon wieder sagen kann, ah, Schnäppchen. Ja, also alles so zwischen 25 und 40 hat in der Vergangenheit häufig mal einen Tiefpunkt angezeigt, den haben wir nahezu erreicht. Könnte sein, dass wir den jetzt knapp verfehlen. Deshalb ist hier vielleicht eine kleine antizyklische Gegenbewegung, könnte hier durchaus gespielt werden. Da bitte Auge drauf haben. Wir haben hier auch aus der technischen Sichtweise eigentlich nicht eine ganz interessante Ausgangslage vorliegen, dahingehend, dass wir hier eine gute Unterstützung haben im Bereich der 12.800 beim Nasdaq 100. Ihr seht es, hier haben wir ein paar Mal aufgesetzt im Tagestief in der vergangenen Woche. Also kann man sich das hier sehr schön für einen Stoppkurs heranziehen im Bereich 12.750. Spätestens unterhalb von 12.400 würde ich eine Long-Position schließen. Rebound-Bewegung mindestens mal an die 21-Tage-Linie 13.450 oder sogar hier oben auch dieses Niveau 13.500, 13.600 wäre eine Gegenbewegung möglich. Im Augenblick der Nasdaq heute ja auch schon ganz gut unterwegs. Und da habe ich mir gedacht, wollen wir hier mal so ein bisschen was Sportlicheres auch vorstellen, was das angeht. Weltaktienklima überspringe ich diesmal aus Zeitgründen. Es gibt keine wesentlichen Neuigkeiten dazu. Ihr seht es hier, sehr wenige Aktien behaupten im Augenblick nur ihre 21-Tage-Linie. 15% sind es nur in der Indizes. Das ist wirklich wenig, schreit auch so ein bisschen nach einer technischen Gegenbewegung im kurzfristigen Bereich, also auf Sicht von 2 Wochen. Bis Mitte März haben wir auch von der Saisonalität her häufig ein positives Umfeld vorliegen. Zweite Märzhälfte ist eher etwas schwächer. Also hier auch von der Markttechnik her auf Basis der Indexebene ein ganz gutes Bild. Was habe ich mitgebracht für den Nasdaq 100? Ein Turbo-Long-Papier habt ihr hier vor euch liegen. Ist die WKN DFH3EY. Ist nicht so großartig aggressiv, hat einen Hebel von 3. Endlos natürlich. Hier habt ihr die aktuellen Kurse dazu. 36,80 Euro kostet der Schein im Augenblick. Liegt heute um 7,8% zu. Ich hatte es ja gesagt, der Nasdaq steigt eben auch schon ganz gut. Hebel 3 könnte ich mir vorstellen im kurzfristigen Bereich als interessantes Trading-Produkt, indem man eben jetzt einfach darauf setzt, dass hier diese Unterstützung hält. Da kann man, wie gesagt, mit einem engen Stopp operieren. Er gibt eine sehr schöne Chance-Risiko-Verhältnis. Aber bitte Kapitaleinsatz gering halten. Ja, wir haben hier wirklich ein kleines, nervöses Umfeld. Auch wenn ich davon ausgehe, es sollte sich beruhigen. Und hier oben dann durchaus auch mal an Gewinnmitnahmen denken. Ja, also am Monatsdurchschnitt schon oder knapp darüber, dann auch allmählich vielleicht schon mal erste Teilgewinnmitnahmen vornehmen und hier unten bitte eng absichern. Ja, nicht, dass wir hier auf ein tieferes Tief fallen und die Position dann eben noch hier im Depot ist. Das wäre wirklich sehr ärgerlich. Aber wer gerne spielen möchte, kann mit diesem Nasdaq Turbo Long schon mal auf einen Rebound bei den Technologieaktien setzen. Beim DAX hatten wir auch ja, in den vergangenen 4 Wochen ja, relativ ruhiges Umfeld. Ne? Also Anfang Februar das letzte Webinar ja gehabt, hier auf diesem Niveau haben wir heute wieder leicht übersprungen. Er hat sich somit grundsätzlich daran gehalten, was wir zuletzt eigentlich gesagt haben. Er wird seitwärts laufen. Der DAX nach wie vor gekappt
bei der 14.170 hier oben, das sind die Hochpunkte. Brechen wir darüber hinaus, Zielbereich dann 14.400 Punkte. Ja, das wäre dann diese Zone hier oben, Aufwärtstrendlinie. Das viel mehr traue ich dem DAX kurzfristig nicht zu. Ob wir ausbrechen oder nicht, ganz ehrlich, weiß ich nicht. 50-50 kann sein, muss aber eigentlich sein. Hängt von wahnsinnig vielen Faktoren ab, also Anleihenmärkte, Corona und sowas, wobei Corona langsam in den Hintergrund rückt, weil hier einfach jetzt die Impfung und so weiter das auch auf dem Vormarsch ist. Könnte mir eigentlich einen Ausbruch vorstellen, aber danach nicht unbedingt eine scharfe Rallye. Also von daher bleibt eigentlich der Markt, der deutsche Aktienmarkt, gut unterstützt auf der Unterseite. Ohnehin, ne, wir haben hier nach wie vor dieses breite Unterstützungsband 13.150 bis 13.400. Negativ ist der DAX erst unterhalb von 13.000, also der 200-Tage-Linie. Bis dahin ist noch viel Luft. Das erwarte ich derzeit nicht, es sei denn, die Situation an den Anleihemärkten eskaliert auf einmal. Also man muss sich, ich sage es mal so, auch jeden Tag mit den Finanzmärkten natürlich auseinandersetzen. Gerade wenn ich mit Turbopapieren operiere, dann bitte auch jeden Tag mal auf die Kurse schauen. Ist mein Szenario noch intakt? Halten sich die Kurse an das, was ich mir vorgestellt habe? Wurden wichtige Niveaus nicht unterschritten, wenn man jetzt long investiert ist? Dann weiter drin bleiben. Ansonsten nicht so risikoreiche Positionen fahren, sondern eher etwas Ruhiges. Das kann man hier natürlich auch sehr schön spielen. Aber wie gesagt, nach oben hin 14.150, noch ein bisschen der Deckel drauf. Ziel, wie gesagt, darüber 14.400. Im Erfolgsfall nach unten hin gut unterstützt 13.150 bis 13.400 Punkten. Der Verfallstag, ich bekomme da immer wieder Fragen zu, was ist mit dem großen Verfall zum Beispiel im März? Wie sieht da die Situation aus? Kann man im Augenblick nicht so viel ableiten. Ihr seht es, auch hier ist ein Deckel drauf auf der 14.500er Marke. Nach unten sind wir abgesichert auf der 13.800. Ich könnte mir vorstellen, dass der DAX in dieser Bandbreite am dritten Freitag im März abgerechnet wird. Ja, so, also zwischen 13.800 bis 14.400 Punkten, Pi mal Daumen ungefähr. Viel mehr kann man hier nicht eigentlich draus ablesen. Das nochmal eben zum Verfallstagsdiagramm. Und ja, damit sollten wir eigentlich auch beim DAX soweit durch sein. Mit der Seitwärtstendenz dürfte eigentlich grundsätzlich, sage ich mal, anhalten. Kommen wir mal zum Fazit, was die Aktienmärkte angeht, beziehungsweise ja, die ganzen Finanzmärkte letztlich. Konjunktur, hatte ich gesagt, ne? Anzeichen der kräftigen Aufschwung, sowohl in den USA als auch in Europa. Wir haben ein bisschen Inflationssorgen, die aufgekommen sind und das wird auch noch weiter anhalten. Ich gehe davon aus, wie gesagt, dass wir in den USA im Frühjahr Inflation haben im Bereich von 3%, vielleicht auch mal 4%, aber wir haben auch die ganz klare Ansage der Notenbanken, dass sie eine temporär höhere Inflation auch tolerieren. Ja, sie begründen das mit Nachholeffekten, Basiseffekten, die jetzt mal inflationsbeschleunigt wirken, aber die neue Inflationsdoktrin der Fed ist ja, man wird auch überdurchschnittliche Preisbeschleunigungen ignorieren. Das heißt, davon nicht so viel jetzt sich verunsichern lassen, dass wir hier vielleicht über die Inflationsseite auf einmal größere Gefahren sehen. Geldfiskalpolitik hatte ich ja gesagt, ne, da kommt noch viel mehr aus Washington und von Joe Biden. Es geht hier um einige Billionen. Fiskalischer Stimulus stützt die Märkte. ETF-Flüsse war kurzfristig eine Flucht in Sicherheit, könnte sich jetzt aber wieder abbauen. Ne, Geld ist sehr schnell, kann das umgeschichtet werden. Sentimentär haben wir eigentlich keine Euphorie derzeit unbedingt vorliegen. Es ist nach wie vor viel Geld auch vorhanden. Bewertung hatte ich gesagt. Ergebnisprognosen steigen allmählich. Analysten werden optimistischer nach der jüngsten Berichtssaison. KGVs sinken ganz allmählich, auch in den USA, sind immer noch erhöht. In Deutschland sind wir noch ein bisschen niedriger, von der Bewertungsseite attraktiver. Marktbreite ist ein bisschen zurückgegangen. Ja, Renditen im Auge behalten bitte, aber ich gehe nicht davon aus, dass die 10-Jährigen über 1,6, 1,7% steigen. Sektorrotation hatte ich gezeigt, ne, mit den Branchen, also Banken, Versicherungswerte, Münchner Rückallianz, Deutsche Bank, in den USA auch der Bankensektor, bleibt nach wie vor sehr, sehr stark. Alles, was hoch verschuldet ist, vielleicht ein bisschen schwächer gewichten, ne, wie die Versorger. Charttechnik. Chance-Risiko-Verhältnis, ja, ist nicht ganz so viel Luft nach oben vielleicht wie nach unten. Aufwärtstrends sind aber langfristig intakt. Kommt noch die Frage, Ziel im Nasdaq 100, würde ich mal so in den Bereich von 13.500 bis 13.000
700 kurzfristig taxieren auf sich der nächsten 2 Wochen, so bis Mitte März vielleicht. Und dann könnte man auch entsprechend die Long-Position laufen lassen und hier dann Gewinnmitnahmen vornehmen. Grundsätzlich aber der Trend im Nasdaq 100 intakt. Ja, er ist aufwärtsgerichtet, mittel- und langfristig. Wir haben hier kein großes Verkaufssignal vorliegen. Der Markt ist nach wie vor relativ stark. Das sollte es dann eigentlich auch dazu gewesen sein, zu den breiten Aktienmarkt zumindest mal. Dann kommen wir zu den Einzelwerten zu sprechen. Da gehen wir mal eben, ja genau, noch ein kurzer Rückblick auf das letzte Webinar. Da habe ich ein Bullpapier vorgestellt auf die ProSieben Sat.1 Aktie. Der ist soweit ganz gut gelaufen. Ich glaube, das war die DFW 10L. Der legte in den vergangenen 4 Wochen um 50% zu. Hier war ja das Einstieg gewesen im Bereich von 15 €, hatte ich gesagt. Geht dann mal, wer will, in den Bullpapier rein. Sind wir jetzt bei 17,60 € bei der ProSieben-Aktie. Über das Bullpapier waren 50% Gewinn jetzt drin gewesen heute. Ist also sehr schön eigentlich gelaufen in der kurzen Zeit. 50% in 4 Wochen, denke ich mal, kann man mitarbeiten. Den Schein würde ich noch weiter laufen lassen. Man kann hier einen Stopp reinziehen, ist ein bisschen schwierig bei der Aktie, weil die sehr dynamisch gelaufen ist. So im Bereich von 16,20 vielleicht, 16,25 mit einem Stopp. Wer will auch Teilgewinnmitnahmen vornehmen von einem Drittel bis der Hälfte der Position? Grundsätzlich traue ich der Aktie aber noch ein bisschen mehr zu. Diese ganze Übernahmefieber und sowas und Mediensektor kommt jetzt so langsam in Schwung. Da kann in den nächsten Wochen noch mehr kommen. Ja, also wer in dem Schein drin ist, zumindest mal würde ich die. Ich persönlich jetzt noch die Hälfte der Position weiter halten und vielleicht die andere Hälfte mal verkaufen, denn das ist ja ganz gut, hat sich das angelassen zumindest. Sieht soweit also ganz positiv aus. Der Warta-Discount Zertifikat, glaube ich, war noch mit dabei gewesen, ist nur leicht im Minus. Die Wohle aus der Warta-Aktie sollte allmählich wieder rausgehen. Ich gehe davon aus, Warta stabilisiert sich auf dem aktuellen Niveau und wird langsam wieder nach oben kommen. Dann sollte auch der Discounter entsprechend wieder ins Gewinn reinlaufen. Gucken mal eben die Fragebox rein. Crash-Propheten, ist das positiv zu sehen? Das vermehrte Auftreten der Crash-Propheten? Ja, natürlich ist das positiv zu sehen. Ist für mich ein klassischer Kontraindikator. Wenn die wieder warnen, irgendwann haben sie eigentlich immer mal recht oder versuchen zumindest, genauso wie man im Augenblick auf einigen bei NTV und so weiter, bei Feingold Research, Daniel war da mehrfach jetzt eingeladen gewesen. Und wann kommt der nächste Crash? Auch das eigentlich immer ein ganz gutes Signal. Es kommt nicht der Crash, denn wenn jeder über den Crash redet, dann gab es eigentlich selten einen Crash. Börsenampel noch auf Gelb. Ich würde es leicht auf Grün setzen, also zwischen Gelb und Grün, je nachdem, welchen Markt man betrachtet. Ja, ich habe es jetzt hier so ein bisschen vorsichtiger gelassen auf der Gelbampel noch. Neue Aktie, die ich mitgebracht habe. Markus hat schon gesagt, Lufthansa wollte ich eigentlich vorstellen. Eine für mich sehr, sehr spannende Aktie. Ja, profitiert davon, dass jetzt dieser ganze Reisesektor in Schwung kommt. Das ist, glaube ich, eine Story, die man auf dem Schirm haben sollte. Wenn man sich das anguckt, eine TUI auch, Ryanair, Bookings.com, Ctrip und sowas, die starten gerade richtig durch. Wer da mitspielen möchte, es bietet sich im Augenblick sicherlich auch an. Ich habe die MTU mitgebracht aus dem DAX, weil die einfach noch nicht so stark angesprungen ist, aber von der Technik her ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Hat schon Eckdaten gebracht für das Geschäftsjahr 2020. Für 21 ist man ein bisschen vorsichtiger als noch Ende November. Natürlich, weil Corona noch ein bisschen stärker jetzt uns beschäftigt hat. Aber insgesamt eigentlich zivile Instandhaltung dürfte hier deutlich anziehen mit einem Umsatzplus von 25%. Die Frachtflugzeuge sind nach wie vor mit einer guten Grundauslastung im Geschäft drin. Jetzt werden die Airlines wieder stärker kommen und die Leute in Urlaub fahren wollen, dann dürfte auch hier bei MTU wieder der Bedarf nach Wartung und Ersatzteilen steigen. Das lässt sich eigentlich relativ gut an. Ist natürlich höheres Risiko in der Aktie drin. No risk, no fun, möchte ich mal sagen. Das muss man mit beachten. Das ist klar, man wettet hier darauf, dass man Corona-Pandemie unter Kontrolle behält und dass der Tourismussektor ab dem Frühjahr, Sommer wirklich wieder durchstartet. Das ist die Wette hier bei MTU, ganz klar. 3. März ist noch eine Entscheidung über die DAX-Zusammensetzung. Es könnte sein, dass MTU absteigt, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, sage ich mal. Aber ich habe sie einfach mal mit aufgeführt. Bewertung lässt sich auch noch soweit ganz ordentlich an. Wir sind hier auf den 10-Jahres-Durchschnitt angekommen. Schauen wir auf den Chart drauf.
Ja, das ist hier die MTU-Aktie, ein bisschen angesprungen, also heute eigentlich sehr, sehr schön. Hier unten kann man gut absichern. Also mit einem Stoppkurs im Bereich von 180, 179 Euro könnte man zum Beispiel operieren. Ne? Das wäre im Augenblick ein Risiko von rund 12% in der Aktie selbst. Nach oben hin sehe ich hier durchaus mal Luft bis in den Bereich von 240. Dann haben wir schon nahezu ausgeglichene Chance-Risiko-Verhältnis, wenn man das hier einfach mal als Zielkurs annehmen würde. Ich kann mir aber auch mehr vorstellen. Also 240 plus X auf Sicht der nächsten Monate, ja, sofern, wie gesagt, uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber die sieht eigentlich ganz gut aus, wie gesagt, mit der engen Absicherung hier unterhalb von 185. Das habe ich dann mitgebracht, ein entsprechendes Bullpapier auf die MTU. Das ist dieses Scheinchen hier, DFV7FS. Seht ihr auch hier nochmal das Ganze bei der DZ. Mit einem Hebel von 3, kostet im Augenblick 6,50 Euro. Auch das nochmal wirklich Risikoposition. Ne? Auch wenn jetzt Pro7 50% geliefert hat in 4 Wochen, es kann auch sein, dass die Aktie hier mit einer Gewinnwarnung morgen einbricht und wir dann hier einen sehr schnellen, sehr hohen Verlust haben. Also hier wirklich nur mit geringen Summen, wenn überhaupt, mitspielen. Ja? Wenn man darauf wetten will, dass der ganze Sektor sich erholt und damit eben auch die MTU-Aktie weiter zulegen wird. Stoppkurs bitte beachten, hatte ich ja die Marke genannt. Dann kann man das hier mal probieren. Ja, aber nicht hier große Summen reinsetzen. Das sind wirklich hochspekulative Instrumente, mit denen man hier dann am Aktienmarkt unterwegs ist. Wie ihr seht es ja hier, ne? Heute 17% hat der Schein gemacht. Ja, das geht nach oben, das kann aber auch genauso schnell nach unten gehen. Also Vorsicht bitte. Ja, das soll es mal zur Aktienmarkt gewesen sein. Jetzt kommen wir noch zu den Rohstoffen. Soll natürlich nicht fehlen. Ich bringe die hier mal eben rein. Euro, US-Dollar mache ich ganz kurz. Nichts passiert, nach wie vor Waffenstillstand zwischen EZB und FED. Ja, zwischen 1,19 bis irgendwas 1,23 muss man aber jetzt nicht handeln, kann man einen Haken hintermachen. Brennt, ja, läuft nach wie vor sehr schön nach oben, steigender Trendkanal, gut unterstützt, 60. Könnte aber sein, dass jetzt hier die zunehmende Produktion in den USA, die ja jetzt wirklich anspringt mit der Zahl der aktiven Ölbohrungen, die ist jetzt zuletzt über 309 gestiegen, dass hier langsam mal so ein bisschen der Deckel drauf ist. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Brennpreis noch über 70 steigt. Das wird schwierig. Der Ölpreis ist ganz gut unterstützt im Augenblick. Wir haben hier am Terminmarkt eine ausgeprägte Backwardation vorliegen. Also wer hier längerfristig investiert ist, kann hier von Rollvergewinnen profitieren. Ja, muss man aber jetzt nicht mehr unbedingt, denke ich mal, reingehen. Gold, ja, ist unter Druck geraten, natürlich mit den steigenden Anleiherenditen. Ja, Inflation ist nicht so schnell gestiegen, Anleiherenditen sind schneller gestiegen. Ich hatte es gesagt, von der Tendenz her würde ich sagen, sollten die Anleiherenditen eher mal wieder runterkommen. Das würde für Entspannung sorgen, denn dadurch verbessert sich letztlich wieder die Konkurrenzsituation zwischen Gold und dem Anleihemarkt. Ihr seht es auch hier, Gold ist zuletzt sehr kräftig gefallen, Abstand zur 21-Tage-Linie, minus 4,4%. Das ist so ein Niveau, zumindest mal seit September haben wir damit eigentlich immer einen Tiefpunkt mal gehabt. Ich mache es hier noch ein bisschen größer. So, ne, hier minus 4%, Tiefpunkt erreicht, Tiefpunkt nahezu erreicht und jetzt auch wieder. Zumal sind wir hier an der Unterseite dieses Abwärts, ja, Bandes angekommen, hier unten in dieser Zone. Dafür müssen jetzt die Anleiherenditen aber dann auch wirklich runterkommen. Ja, also die 10-Jährigen wieder, was weiß ich, 1,1%. Nur dann wird Gold anspringen. Sollten die Anleiherenditen über 1,3, 1,4% einfach seitwärts laufen, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir hier einen stärkeren Anstieg sehen. Also 1750, 1760, wir handeln unter der 200-Tage-Linie. Wir sind unter das jüngste Tief gefallen. Das hatte ich eigentlich als Bedingung gesagt, dass die Story am Goldmarkt intakt ist. Wenn wir da runterfallen und das ist passiert, haben wir ein Schwächesignal vorliegen. Also ich bin kein Goldfan mehr, sage ich ganz offen. Sehe das derzeit nicht. Wir können hier natürlich nochmal eine Erholung sehen bis 1800, 1830. Aber der mittelfristige Trend zeigt inzwischen abwärts. Gold handelt unter der 200-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie droht allmählich nach unten zu kippen. Das ist nicht unbedingt ein attraktives Umfeld, wo ich sagen muss, man muss jetzt unbedingt in Gold investieren. Wer es machen möchte, nutzt jetzt das Niveau, weil jetzt kann man hier nochmal reingehen. Wir sind hier so ein bisschen überverkauft, aber es ist absolut nicht meine Prio 1 Edelmetall, wo man jetzt unbedingt rein muss.
Da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Da gibt es andere Edelmetalle, die ein bisschen interessanter sind, wenn man sich die mal anschaut. Ich muss mal eben schauen, da kam schon die Frage nach. Palladium war es gewesen. Ich muss mal eben rüber wechseln, dass wir das nochmal ansprechen. Hatten wir, glaube ich, auch beim letzten Mal schon mal kurz zumindest angerissen. Palladium mache ich nochmal auf, dann habt ihr hier den Chart. Zack. Und Platin. So, Palladium nach wie vor im Aufwärtstrend, aber ihr seht es, läuft seitwärts. Ich bin nicht so ein großer Freund von Palladium, denn hier ist keine Schwungkraft drin. Hier spielt im Augenblick nicht die Musik. Ne? Wir handeln hier seit einigen Monaten zwischen 2200 und 2400. Finde ich nicht so spannend. Interessanter finde ich Platin. Ja, auch von den ganzen physikalischen Eigenschaften und dass das jetzt auch verstärkt dann in Elektroautos eingebaut wird. Der Abwärtstrend ist gebrochen und zunehmend mehr Autohersteller bzw. Katalysatorenhersteller substituieren hier Palladium bzw. Platin jetzt inzwischen. Ja, das heißt also, setzen nicht mehr Palladium ein, sondern nehmen hier Platin, weil es einfach günstiger ist. Ja, Palladium wird hier zu 2300 gehandelt, Platin bekomme ich für 1200. Also dieses große Delta ist einfach von der Kostenseite her hier einfach interessant. Kurzfristig ein bisschen überhitzt, aber wenn es hier nochmal Zurücksetzern kommt, zwischen 1050 bis 1200, könnte ich mir das durchaus vorstellen für ein Aufstocken der Position. Also ich würde Platin gegenüber Palladium bevorzugen. Jo, Euro, Schweizer Franken habe ich mich jetzt nicht tief mit beschäftigt, aber wenn Risk On an den Aktienmärkten gespielt wird, also Risiko ganz einfach gefragt ist, dann ist eher der Euro gefragt. Dann brauche ich keinen Schweizer Franken als sicherer Hafen. Barrick Gold, ja, kann man kurzfristig kaufen, aber nur, wenn, wie gesagt, die Anleiherenditen mitspielen und Gold sich wieder erholt. Aber wie gesagt, ich finde andere Aktien interessanter als im Augenblick Gold. Da wäre ich etwas vorsichtig einfach zu. Silber finde ich interessanter als Gold, einfach aufgrund der Tatsache, dass Silber zu 50% auch von der Industrienachfrage abhängt und Silber einfach auch in diesen ganzen Solarpanelen eingebaut wird, in den Rotoranlagen für die Windkraft wird es eingebaut. Das ist einfach hier die Nachfrage aus der Green Energy Ecke ist hier noch interessanter und auch Elektroautos. Auch da ist ein höherer Bedarf für die Silbernachfrage immer gegeben. Also Silber gegenüber Gold bevorzugen. Silber ist auch technisch interessanter. Ich glaube, das war's. Jawohl. 20 Uhr 2. Leichte Perfektes Verspätung, Timing. Danke dir, Franz-Georg. Ich schnappe mir noch mal ganz kurz die Bildschirmrechte. Was ich der Fragebox entnehmen konnte, immer wenn du dabei bist, also fantastischen Überblick, den du gegeben hast. Sehr spannend. Alles, glaube ich, mit dabei gewesen. Am Ende auch noch die Währung. Was will man mehr? Ja, was wir, glaube ich, rausziehen können, zusammengefasst, ist, dass die Aktienmärkte derzeit sehr, sehr gut ausschauen, weiterhin. Das, was wir zumindest sehen können, und ich glaube, das ein oder andere Stockpicking-Thema sollte interessant sein, muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht den breiten Aktienmarkt da unbedingt spielt. Gut, Indizes sind natürlich schon breit diversifiziert, aber es sieht für den Aktienmarkt sehr, sehr gut aus, weiterhin mit normalen Rückschlägen, die wir auch jetzt für die letzten Tage gesehen haben. Sollte man, glaube ich, nicht zu nervös werden. Viele Fragen gab es wieder. Die größtenteils beantwortet wurden. Das zeigt eigentlich auch Ihr reges Interesse und bedanken uns dafür. Und wir haben, glaube ich, heute fast, könnte sein, dass wir heute den Teilnehmerrekord geknackt haben mit dir. Das ist auch sehr, sehr positiv zu werten. Haben alle Punkte abgehakt hier auf der Agenda. Und zum Abschluss bringe ich noch das Thema von nächster Woche an. Ja, nächste Woche haben wir ein Webinar-Special und da gibt es, ja, der Titel soll lauten die Rückkehr der Inflation, die hast du ja heute auch angesprochen, Franz-Georg, und dann die entsprechenden Produkte, Analysen, Anlageideen. Welche Produkte kann man in solch einem Umfeld wählen oder mit weiser Voraussicht, um das Thema Inflation abzudecken, abzufedern? Und ich glaube, das wird auch ein sehr interessanter Vortrag werden. Wir haben da den Daniel Sauens zu Gast, deinen Kollegen von Feingold Research und einen Gastreferent, den Stefan Risse, den wahrscheinlich der ein oder andere auch kennt. Insofern nächste Woche wieder Spannung. Das ist ein guter Inhalt geboten. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit von der Partie sind. Mein Kollege Falco Block wird dieses Webinar übernehmen und freut sich auch auf rege Teilnahme.
Ansonsten vielen, vielen Dank, Franz-Georg, nochmal für dein großes Bild der Kapitalmärkte und Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch ein ganz großes Dank, dass Sie heute eingeschaltet haben, so lange mit dabei waren und die interessanten Fragen gestellt haben, durch die dann auch das Webinar natürlich lebt. Vielen, vielen lieben Dank, einen schönen Feierabend, machen Sie es gut und Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche. Ja, und das war das Schlusswort. Dann hoffentlich bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.